Würdet ihr auch für die Ukraine kämpfen? Naja, inwiefern denn kämpfen? Naja, schon mit Waffen. Wir hätten jetzt einen Termin. Keine Zeit. Ja. Heute suche ich auf den Berliner Straßen KameradInnen, um für den Frieden gegen Russland in den Krieg zu ziehen. Gelebte Solidarität auf dem Schlachtfeld, das ist es, was wir jetzt brauchen, um das stets nach Osten expandierende Verteidigungsbündnis NATO zu beschützen. Oberstleutnant, bitte melden zu dürfen, dass es sich bei folgendem Video um ein Kunst- und Satireprojekt handelt. Ich selbst stehe für Frieden, für gewaltfreie Konfliktlösung durch Verhandlungen und für die Einhaltung des KSZE-Abkommens von Helsinki 1975. Na dann mal los. Entschuldigen Sie, wären Sie bereit, mit Fahrrad an die Ostfront zu gehen, wenn es heißt, gegen Russland zu kämpfen? Ich würde auf keinen Fall mit dem Fahrrad an die Ostfront gehen und ich würde auch versuchen, darum zu kommen, zu kämpfen zu müssen. Aber was wäre denn die klimafreundliche Alternative? Klimafreundlich geht. Wir sind 2022. Zu Fuß. Ja, du brauchst nur noch meine Jacke eigentlich. Quasi, ja. Quasi. Wisst ihr, seit wann dieser Krieg circa stattfindet schon? Ja, na jetzt irgendwie seit 100, 101 Tagen. Jetzt also richtig ausgebrochen, aber davor halt schon Probleme. Ja, ja. Habt ihr von diesen Problemen mitgehört, die schon vor dem Einmarsch Russlands dort stattfanden? Eher weniger. Ja, weniger. Also Krim, glaube ich. Und, ja, Krim. Genau. Schon mal von gehört, ja? Ja, definitiv. Aber man hat es irgendwie, finde ich, in den Mediennetzen noch nicht so krass mitbekommen wie jetzt. Ihre Tochter, wäre sie da auch bereit, weil Gleichberechtigung? Ja, da gibt es doch keinen Unterschied, oder? Okay. Dann wäre das ja sozusagen auch ein gutes erstes Date. Sind Sie nicht überzeugt? Ja, wer dabei noch Liebe empfinden kann, warum dem, ja, jenem sein Pläsierchen, würde ich sagen. You don't understand. Ah, where are you from? From Israel. Israel. Where are you from? From Germany, and we are asking to fight against Russia. It's really important right now. Yes, I'm yes. For all three. Okay, when are we going to the Ostfront? Okay, have a good day. Ciao, ciao. Ostfront, Eastfront, ja? Ist richtig, war Eastfront. Wisst ihr denn, warum Russland in die Ukraine einmarschiert ist? Ich gebe eine kurze Sekunde, ey. Eine Sekunde auf der rechten Seite warst du? Ja, also tatsächlich so richtig jetzt gar nicht. Also wir haben irgendwie nur mitgekriegt, dass da jetzt krass Krieg ausgebrochen ist. Wir haben es auch in der Schule gar nicht so krass thematisiert. Nur wie wir uns jetzt damit fühlen, aber nie, wie das jetzt eigentlich zustande gekommen ist. Okay. Wäre eigentlich relativ wichtig zu wissen, oder? Quasi ja, also quasi. Die wollen der NATO beitreten, ne? Und das will Russland nicht, weil sie sich dadurch bedroht fühlen. Genau. Würdet ihr sagen, es wäre vernünftig oder gut, dass die Ukraine der NATO beitritt? Ich hätte nichts gegen, aber ich glaube, dass es die Konflikte nur noch verstärken wird, ja. Aktuell. Meint ihr, wir sollten die Ukraine verteidigen? Ich denke schon, also wir sollten schon was tun dagegen. Also ich finde schon, dass wir auch Waffen liefern sollten und dass wir da einfach helfen. Ja. Also sozusagen eher für Waffenlieferung? Ja, schon. Aber auch für Frieden? Ja, definitiv. Okay. Ja, so wie ich. Ich bin ja auch heute friedlich eingekleidet. Würdet ihr auch für die Ukraine kämpfen? Nein? Doch. Ich weiß es nicht. Inwiefern denn kämpfen? Naja, schon mit Waffen. Wir hätten jetzt einen Termin. Keine Zeit? Ja. Würde auch nächste Woche gehen. Okay. Habt ihr denn das 9-Euro-Ticket oder irgendeine andere klimafreundliche Lösung, um dorthin zu kommen? Wohin? Naja, Osten, so Russland. Kann ich mal fragen, was das hier gerade ist? Wir suchen nach Rekruten für meine private Ukraine-Unterstützung. Okay. Oder seid ihr eher unsolidarisch? Wäre ja auch in Ordnung. Also wir sind schon solidarisch für die Ukraine jetzt. Okay. Ja. Wird es hier gefilmt oder? Nee. Wir wollen einfach Solidarität für die Ukraine. Da haben wir sie. Da ist sie. Und jetzt brauchen wir Rekruten, die mit uns kommen, um gerade wir als Deutsche sollten auch gegen die Russen kämpfen. Glaubst du, naja, dass klar. Das gut ist? Naja, natürlich. Glaubst du nicht, dass man den Krieg eher versuchen sollte, als zu stoppen? Ja, durch Waffenlieferung. Durch Waffenlieferung? Mhm. Glaubst du? Ja, am besten atomare. Ja. Atomare, ja, dann wäre es so schnell vorbei für alle. Ganz genau. Lieber ein Ende mit Schmerz als Schmerz ohne Ende, sagt man doch. Ne? Ende ohne Schreck. But at least we should get the Ukrainians some guns. Yeah, definitely. Yeah. 100%. But we are still for peace, right? Yeah. Like peace with the weapons, like both of them. Ostfront, schon mal gehört? Ja. Wer hat da dabei? Do you want to join? Was? We want some war going on against the Russians. Would you be down?
Like we have to protect ourselves, that's why I fight against the Russians. Oh, I see. Oh, I'm from America. So. Okay, so you'd be down. I see. Was ist, wenn ich euch sage, dass die Ukraine Teile ihrer eigenen Bevölkerung in der Ostukraine bekämpft haben, weil die nämlich zu Russland gehören wollten? Dann würde ich sagen, habe ich davon noch nie gehört. Sauce. Keine Ahnung. Die Krim bleibt ukrainisch, diese Halbinsel bleibt ukrainisch oder wird entvölkert. Was haltet ihr von diesem Motto? Für die Solidarität sozusagen. Fraglose Gesichter. Gar nichts irgendwie. Ist irgendwie so. Ist schwierig. Unsolidarisch würde man heutzutage sagen. Ist denn die Entvölkerung ein Problem? Bitte? Wenn ich fragen darf, ist denn die Entvölkerung ein Problem? Ist denn die Entvölkerung ein Problem? Ja, für die, die entvölkert werden, wäre es schon ein Problem. Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, gut, du bist jetzt nicht ukrainisch, du bist Russe, du musst das jetzt hier verlassen, also deinen Lebensraum verlassen. Klingt auch nicht so friedlich von der ukrainischen Seite zu sagen, hey, Entvölkerung oder ihr akzeptiert, was wir machen. Ja, also vor allem auch bei dem 99% Anteil an Russen irgendwie ist das schon halt eine Riesenanzahl. Und in our media it isn't told. What do you think it is? I mean, coming from America, it's pretty obvious, like, I know, being American, that there's a lot of propaganda everywhere. Mm. And with that, they shape the story they want the people to think. And that happens everywhere, I think. Just Putin has propaganda. No. No? No, all Americans are like fine with saying propaganda. No one is immune to propaganda. Wir glauben nicht allen, wir glauben nicht immer den ganzen Nachrichten, weil wir wissen, da ist Interessen, genau. Die werden verfolgt. Genau. Es ist wirklich, es gibt Interessen, es ist genauso in Deutschland. Propaganda und Zensur in Deutschland, ja, geschweige denn in der ganzen EU. Ja, nee, ist klar. Schauen wir doch mal, was RT selbst zu den gerechtfertigten Zensurvorwürfen gegenüber Russland zu sagen hat. Ach ja, ERT ist natürlich EU-weit zensiert. Das ist aber keine Zensur. Sondern das ist der Versuch, die Menschen vor falschen Wahrheiten, die sie leider glauben, zu beschützen. Damit ist ERT wohl endgültig Geschichte. Sehr gut. Außer wir erinnern uns natürlich an CyberGhost, den Sponsor des heutigen Videos. Denn um auf Inhalte zugreifen zu können, die in deinem Land, und in unserem Fall betrifft es sogar den ganzen EU-Raum, gesperrt sind, braucht man einen sogenannten VPN-Service. Damit kannst du nämlich kinderleicht den Standort deiner Online-Aktivität ändern. CyberGhost VPN öffnet dir damit nicht nur die Türen zu RT, sondern zu 40 verschiedenen Streaming-Plattformen und deren Angebot. So kannst du auch beispielsweise Formel 1 kostenlos auf dem österreichischen Fernsehsender ORF schauen. Darüber hinaus wird eure IP-Adresse verborgen und all deine Daten durch einen VPN-Tunnel geleitet. Deine Online-Aktivitäten bleiben also geheim und das selbst vor CyberGhost selbst, denn die haben eine strikte No-Log-Policy. Magazine wie PC-Welt, Chip und Computerbild loben CyberGhost in hohen Tönen und 38 Millionen weltweite Nutzer mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Trustpilot von 14.000 Benutzern bestätigen dieses Lob. Und du bist übrigens nicht der Einzige, der die Vorteile von CyberGhost nutzen kann, denn ein Account funktioniert auf bis zu 7 Geräten gleichzeitig. Also perfekt, um ihn dir mit der Familie und Freunden zu teilen. Ich habe leider keine Freunde. Zu 84% Rabatt sagt man ebenfalls nicht nein. So kostet der Service gerade einmal 1,94 € im Monat. Neben 4 Gratismonaten, als wäre das nicht genug, gibt es zusätzlich noch eine 45-Tage Geld-Zurück-Garantie, falls es dir nicht gefällt. Also ein Abo ohne Risiken. Was ich jetzt einfach, seitdem ich in den USA bin, auch gelernt habe, was mir meine Mutter auch erzählt hat, ist einfach, dass halt dann auch ein großer Hass gegen allgemein Russland kam, also Russen, wo ich mir gedacht habe, das ist nicht die Lösung. Also jetzt gegen eine Gruppe bestimmten Hass zu haben. Aber das hat in der Corona-Pandemie ganz gut funktioniert. Naja. Bereiten Sie sich auf den Krieg hier vor? Unbedingt. Eigentlich heißt es doch, von deutschem Boden aus darf nie wieder ein Krieg entfacht werden. Das war wahrscheinlich noch bevor dann die US-Amerikaner hier Atomwaffen auf unserem Boden raufgepackt haben. Das war noch kurz davor, ja. Naja. Bevor Deutschland von allen vier Mächten eingetütet worden ist, sozusagen. Ja, aber jetzt sind wir ja in der Situation, sollten wir da nicht gucken, wo wir bleiben und jetzt auch mitkämpfen? Nee, gerade wenn wir gucken wollen, wo wir bleiben, würde ich eher sagen, nicht mitkämpfen. Nee. Aber das ist ja unsolidarisch gegenüber der Ukraine. Also auch nicht unsolidarischer als in Syrien oder in Afghanistan. Man kann sich ja nicht an alle Katastrophenweltgebiete so einbringen. Und ich finde es auch nicht gut, dass die Medien das so machen, dass die sich nur bei der Ukraine so einbringen. Aber viele andere Sachen sind so schnell vergessen. Man könnte sozusagen sagen, dass hier eine Doppelmoral auf der Welt, gerade in der Medienwelt, vorherrscht. Und immer. Wenn, dann kann man mir halt Unsolidarität
in puncto auf Ukraine aufrüsten machen. Okay, ja. Das wird wohl so sein, stimmt. Ja, ich denke, Aufrüstung für den Frieden war schon immer eine gute Idee. Okay, sei dir deine Meinung gegönnt. Guck, ob sie nach 20 Jahren auch noch irgendwie eine Berechtigung in deinem logischen Denken findet. If necessary, then maybe we should start getting involved in military and send people there. But And my question is, if you would be one of those guys that are recruited to go there, like, would you sign for, like, going there? No. I'm not brave enough. Okay, that's honest. That's honest. Yeah, I'm not brave enough. Okay, then let's hope for the best, right? Yeah. Nice to meet you. Mit Hass anzufangen und dann zum Beispiel zu sagen, ja, wir lassen keine Russen in unsere Restaurants. Ich meine, das ist einfach nur Rassismus. Das ist ganz. Aber Rassismus gegen Weiße existiert ja nicht. Also, naja, nee. Also, es ist. Es gibt, ich meine, Rassismus, in dem Fall, ich denke, Rassismus sieht einfach ganz anders aus in Deutschland als zum Beispiel in den USA. Würdet ihr an die Front gehen? Ich bin ab Oktober bei der Bundeswehr, also echt? Ich würde ja. Mhm. Und du? Mit Sicherheit auch, ja. Echt, ja? Mit richtiger Ausbildung, also es gibt 3-monatige Ausbildung, Minimum, muss man, glaube ich, machen. Na gut. Dann. Ich dachte, es wäre mehr so Männersache. Nee. Also warum? Frauen an die Front. Quasi, ja. Gleichberechtigung. Ja, auf jeden Fall. LGBTQ. Genau. Okay. Ich hoffe, dass sich das alles bessert, dass es nicht dazu kommt, dass die NATO und Russland zusammen sich konfrontieren. Das wäre wirklich scheiße. Darauf können wir uns eine Hand geben. Dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Gleichberechtigung, Mann und Frau, denke ich, stößt sich hier auf offene Tür. Ja, Gleichberechtigung ist wichtig. Wehrpflicht, auch für Frauen dann? Ja, natürlich. Ja. Okay. Gleichberechtigung. Ja, also wenn voll und ganz. In allen Bereichen. Ja. Okay. Ja. Seht ihr euch da oder wäre das eher nicht so euer Ding? Ich meine, man hat hier coole Farbeffekte und ich meine, eine Jacke ist schon schön auch. Ja, warum nicht? Warum nicht? Sehr sympathisch, Jungs. Dann, was ist eigentlich? Das ist kein alltypisches Kartenspiel, was ihr habt. Wie? Hornochse heißt es. Hornochse. Horn. Okay, besser Hornochse, jawohl. Ich glaube, nach dieser Folge bleibt nicht viel anderes zu sagen, außer all die Kriegspropaganda, das Geschrei, die Lügen und der Hass kommt immer nur von den Leuten, die nicht kämpfen müssen. Damit hat George Orwell wie so oft alles gesagt. Und genau diese weise Erkenntnis könnt ihr nun auf der Brust in diese Matrix-Welt hinaustragen. Ihr findet das Friedensmotiv auf ketzerderneuzeit.com. Mit einer Bestellung kannst du aktiv die Arbeit hinter diesem Kanal unterstützen und mit dem neuen sonntäglichen Rabattcode. Okay, when are we going to the Ostfront? Ostfront 10, dabei auch nochmal entspannte 10% sparen. Vielen lieben Dank. Und nicht vergessen, wenn ihr auf der Suche nach einem starken VPN-Service zu einem guten Preis seid, ihr findet den Link zu dem Angebot für 1,94 € im Monat in der Beschreibung und den Kommentaren, sodass eure Daten geschützt sind und ihr auf blockierte Inhalte zugreifen könnt.